1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 8 Minuten ungefähr sind wir hier im Radio und dann kommen die Fernsehleute auch dazu. Unser Thema heute Nacht heißt sexuelle Geheimnisse und folglich möchte ich mich sehr gerne mit euch über eure sexuellen Geheimnisse unterhalten. Das, was ihr so im Geheimen treibt oder was ihr gerne im Geheimen treiben würdet. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder mailen könnt ihr auch unter domian@wdr.de. Ja, erster Anrufer ist Fernando. Stimmt das? Hallo? Ja, Fernando? Ja, richtig. 23 Jahre alt, guten Morgen. Richtig, guten Morgen. Geheime oder sexuelle Geheimnisse? Richtig. Und? Ich fange mal an. Ja. Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Und zwar, es geht darum, ich bin homosexuell. Ja. Und verheimlich das vor meinen Eltern. Aha. Und zwar, ich habe eine jetzt langjährige Beziehung. Ja, mit und bitte? Mit einem Mann? Mit einem Mann, mhm. Richtig. Und den ich also wirklich über alles liebe. Mhm. Und wir haben uns dazu entschlossen, zu heiraten. Mhm. Das Problem ist halt, wie gesagt, meine Eltern wissen nicht, dass ich homosexuell bin. Weiß es denn sonst irgendjemand aus dem Umfeld? Ja, es kommt jetzt noch dicker. Und zwar, meine Eltern haben mich ja so an sich noch nie mit einer Frau gesehen, logischerweise. Ja. Und über meinen Bruder habe ich halt mitgekriegt, dass mein Vater sich halt schon sehr, sehr drüber gewundert hat. Ja. Und meine beste Freundin hat mir damals dann halt einen Vorschlag gemacht, dass wir halt so tun sollen, als wenn wir zusammen sind. Die alte Geschichte. Die alte schwule Geschichte mit der besten Freundin. Also das spielt ihr jetzt so vor. Das spiele ich jetzt schon seit 3 Jahren vor. Und die Eltern denken, das ist die Schwiegertochter? So ungefähr, ja. Aber meine Frage war gerade, wer weiß es denn sonst noch? Es weiß keiner. Keiner. Aber auch mein engster Freundeskreis nicht. Aber die beste Freundin weiß es natürlich. Die beste Freundin weiß es. Und der Bruder? Mein Bruder weiß es auch. Der weiß es? Der weiß es, ja. Also die beste Freundin weiß es, der Bruder weiß es? Richtig. Sonst noch jemand aus deinem Umfeld? Die Eltern meines Verlobten. Ah ja, na gut, das ist dann wieder eine andere Ebene. Richtig. Ach, Mann, Fernando, klingt das, als würdest du aus einem anderen Land kommen? Ja, ich komme aus einem Land, ich bin Südländer, Spanier. Spanier. Richtig. Mensch, es gibt so viel schwule Spanier. Ja, ne? Aber ich weiß natürlich, dass das auch eine Macho-Gesellschaft ist und einerseits gibt es ja viele, andererseits sind sie natürlich von den Machos auch verachtet, ne? Unter anderem. Unter anderem. Mein Vater gehört einfach, ich sag dazu. Der gehört dazu, Ja. Mann. Also, Fernando, meine Position in diesen Sachen ist eigentlich immer so super klar, ja, dass man da gar nicht großartig drumherum reden muss. Wie genau meinst du das? Ja, meine Position ist insofern ganz klar, dass ich sage, Schluss mit der Lügerei. Das kann ich nicht machen. ich würde meinen Vater verlieren. Dann wäre das halt so. Bitte? Dann wäre das halt erstmal so. Ich weiß einfach nicht, was ich machen würde. Wie würde denn die Mutter reagieren? Kann ich dir nicht genau sagen. Meine Mutter ist zwar sehr, sehr offen. Mhm. Ich kann mit meiner Mutter über alles reden, nur halt über dieses Thema nicht. Und mein Vater ist also in diesem Thema Homosexuelle und... Ja, kann ich mir vorstellen. Absolute Katastrophe. Er würde dich quasi aus der Familie rausschmeißen. Genau so. Mhm. Wird die Mutter das mitmachen? Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Fernando, die Alternative ist, weiter massiv zu lügen. Weiter das, was du bist, hinter dem Berg zu halten. Ja, deine grundsätzliche, ganz, ganz wichtige, hauptsächliche Identität zu verleugnen. Das ist die Alternative. Die Alternative ist, mit einer Frau irgendetwas vorzuspielen. Die Alternative ist, in permanenter Angst zu leben, dass das vielleicht irgendwie rausbekommt.
Das macht dich auch klein, das macht dich unsicher. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Seit 3 Jahren muss ich dieses Spiel immer mit ertragen. Was musst du seit 3 Jahren ertragen? Seit ich mit ihm zusammen bin. Mhm. Lebst du denn noch bei deinen Eltern? Ich lebe nicht bei meinen Eltern. Was? Das ist meine Eltern. Wohnst du weit weg? Ich wohne in einer ganz anderen Stadt. Achso, sogar das. Mhm. Und Fernando, so schwer es ist und so sehr ich das auch nachvollziehen kann, was du da empfindest und was du gerade mitmachst, so bin ich doch ganz eindeutig der Auffassung, dass es zum Outen, so nennen wir es ja, zum sich bekennen keine Alternative gibt. Keine Alternative. Dann verlierst du halt erstmal deinen Vater. Und wenn dein Vater seinen Sohn deshalb verstößt, dann ist es auch ein schlechter Vater, finde ich. Vielleicht besinnt er sich nach ein paar Jahren und kommt wieder auf dich zurück. Ja, aber das möchte ich nicht. Ich liebe meinen Vater. Ja, aber dein Vater... ich liebe auch meinen Freund. Ja, aber dein Vater, wenn dein Vater dich wirklich lieben würde, dann würde er dich auch so lieben, wie du bist. Wenn dein Vater wirklich dein Glück will, dann muss er dich so agieren lassen, wie du es gerne möchtest. Ich weiß einfach nicht weiter. Es gibt keine goldene Lösung dafür. Es gibt die Lösung lügen und sich immer mehr verstricken. Oder es gibt die Lösung, jetzt wirklich durch die Hölle erstmal zu gehen, aber dann als freier Mann auch dazustehen. Als freier, selbstbewusster Mann. Im Moment bist du weder frei noch selbstbewusst. Du bist verängstigt und bist eingekeilt in deinen ganzen Lügengeschichten. Das ist doch Horror, Mensch. Ja. Das ist doch keine Lebensperspektive. Ja, aber was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Indem du es deinen Eltern sagst. Ich habe einen Freund. Ich bin schwul. So. Ihr wollt, dass ich glücklich bin? Das ist mein Glück. Glaubt mir ganz einfach. Du kannst ja einen Kompromiss anbieten, dass du es noch nicht groß durch die Welt posaunst. Vielleicht ist es ihnen wirklich sehr peinlich in ihrer Umgebung, bei ihren Verwandten. Nein, mir ist es nicht peinlich. Überhaupt nicht. Nee, dir nicht, aber ihnen ist es peinlich. Der Grund eigentlich, warum ich es, wie gesagt, nicht sage, auch meinen Freunden nicht, ist einfach, weil ich einfach Angst habe, dass es trotzdem zu meinen Eltern hindurchdringt. Ja, siehst du, das ist doch schrecklich. Ja, aber das ist doch furchtbar. Ich gehe zu meinem Vater. Ja, das ist doch schrecklich. Du nimmst auf eine ganz verknöcherte, alte Sichtweise und Position nimmst du Rücksicht. Nämlich, dass er das nicht gutheißt. Darauf nimmst du Rücksicht. Du nimmst Rücksicht auf ihn und verleugnest dein Leben. Ja, aber das ist nicht das Schlimme. Der hasst uns einfach. Ja, gut, dann ist es halt so. Der vertritt nicht meine und nicht... Dann ist es halt so. Du kannst ja nicht da betteln, dass er das toll findet. Ja, aber wie will man so Menschen bekennen? Das ist ja eine Art Rassismus, ist das. Ja, das ist eine Art Rassismus. Und was kann man dem entgegensetzen? Nämlich, man muss sich denn dem entgegensetzen. Mit all dem, was einen ausmacht. Und du darfst nicht nachgeben, indem du nämlich dich verleugnest und es verschweigst, gibst du ja dem nach, diesem Rassismus. Ja, es ist eine Art von Rassismus, ja. Also meine Auffassung ist ganz klar, Fernando, du musst es sagen. Je früher, desto besser. Ja. Alles Gute. Danke, Jürgen. Tschüss, Fernando. Tschüss. Ihr Lieben, jetzt haben wir 1.08 Uhr, 45 Sekunden, der Fernsehvorspann läuft. Und wir erwarten jetzt die Fernsehzuschauer, die sich genau in dieser Sekunde gleich dazu schalten werden. So, meine lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht. Übrigens sind wir ein bisschen verspätet und bitten, das zu entschuldigen. Und wir haben hier im Radio schon angefangen mit unserem Thema sexuelle Geheimnisse. Sexuelle Geheimnisse. Ich möchte gerne mit euch reden über sexuelle Praktiken, die ihr ausübt, die niemand weiß. Ich möchte gerne mit euch reden über euer sexuelles Doppelleben. Oder ich möchte reden über eure sexuellen Sehnsüchte. Dinge, die ihr unbedingt gerne mal machen würdet, aber ihr euch überhaupt nicht traut, das anzugehen oder vielleicht sogar auszusprechen, geschweige denn anzugehen. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal etwas Sexuelles getan, was euer Partner überhaupt nicht weiß,
was der auch sich überhaupt nie vorstellen könnte, dass ihr so etwas machen würdet und auch dabei noch Spaß empfindet. Also, das Thema heißt sexuelle Geheimnisse, und wenn ihr mir so ein bisschen von euren sexuellen Geheimnissen erzählen wollt, wir sind ja hier ganz unter uns, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de, und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Faxen könnt ihr auch, 0800 220 50 51 und nochmal die Mailadresse domian@wdr.de. Ronald, 39 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sexuelle Geheimnisse. Ja, meine sexuelle Geheimnisse ist im Endeffekt, ja, ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen. Ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ja. Und dadurch ist im Endeffekt so eine Art privater Callboy bin für ältere Frauen. Ach, wie lange bist du verheiratet? Ich bin schon seit 18 Jahren verheiratet. 18 Jahre verheiratet. Bist du sonst immer so treu gewesen in deinem Leben? In diesen 18 Jahren, sagen wir mal. Ja, sagen wir mal 13 Jahre. Ich muss ja jetzt 5 Jahre zurückrechnen. Das heißt, seit fünf Jahren läuft das schon so? Ja, richtig. Dass du so eine Art privater Callboy für ältere Damen bist? Ja, ja. Was heißt für ältere Damen? Wie alt sind die Damen? Ja, älter wie ich, also über 50. Ne? 50 bis? Bis, ja, so circa, die älteste Dame, glaube ich, war jetzt 67. Oder 67. Ja. Das ist absolut geheim. Ja, natürlich weiß auch keiner. Ich glaube, dann kann ich meine Ehe, wäre dann Ende. Das wissen nur die Kundinnen. Wie kommst du denn an die Kundinnen ran, oder wie kommen die an dich ran? Ja, angefangen hat es im Endeffekt, vor circa 5 Jahren war ich halt in der gemischten Sauna und habe mich halt mit einer älteren Dame sehr gut unterhalten. Wir waren uns also ziemlich schnell sympathisch, mhm, und dann ist es natürlich zu sexuellen Handlungen gekommen. Ja. Und ja, in kürzerer Zeit hat sie mir dann natürlich vorgeschlagen, also ich wäre doch sehr einfühlsamer Typ und sie hätte also genug Freundinnen in ihrem Bekanntenkreis, die halt ja so einen Typ wie mich mal gerne kennenlernen möchten. Ja. Und so ist das im Endeffekt entstanden. Achso, da war das so Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau, richtig. Quasi. Ja. Hm. Ja, genau. Wie oft bedienst du jetzt oder bist du in Aktion? Wie oft bedienst du ältere Frauen? Ja, so aufgrund dessen, weil ich auch berufstätig bin und weil es halt, wenn ich zu Hause bin, auch nur vormittags geht, weil meine Frau dann arbeiten ist und die Kinder in der Schule, ja, ist das meistens immer nur so zweimal die Woche. Ach, aber immerhin, ne? Zweimal die Woche. Du sagst, du bist berufstätig. Was machst du vom Beruf? Ich bin LKW-Fahrer. Du bist LKW-Fahrer. Ja. Zweimal die Woche. Zweimal die Woche, ja. Wie viel zahlen die Mädels, die etwas älteren Mädels bei dir? Ja, das ist unterschiedlich. Also erstens, ich verlange kein Geld dafür. Du verlangst kein Geld dafür? Nee. Aber du hast also eine Art Callboy, da bin ich ausgegangen davon, dass du da auch Kohle für nimmst. Ja, ja, ich hatte schon im Vorhinein, das ist so eine Art Privat, also ich mache das nicht professionell. Ja, ja, ist ja gut, aber... Also, und wenn die Damen mir halt Geld geben wollen, dann geben sie mir halt Geld und wenn nicht, so, dann nicht. Aber oder bisher haben sie mir halt immer Geld gegeben, also die stecken mir das so zu. Auch schon mal Naturalien, ein lecker Brötchen oder sowas, schön belegt, oder es ist immer Geld? Das ist immer Geld. Wie viel Geld ist es denn? Natürlich im Vorfeld hier mal eine Flasche Champagner, die wir zusammen trinken bei Kerzenschein, ja, und so weiter. Sie suchen halt im Endeffekt doch jemanden, ja, der... Kerzenschein ist der ja nicht hier, wenn du das morgens alles machst. Ja. Aber man kann die Rolle eben ja runter. Die Rolle, genau. Also wo ein Wille, da ein Gebüsch. Ne? Aber das ist ein schöner Spruch, wo Wille, da auch ein Gebüsch. Das gefällt mir. Aber wie gesagt... Der Preis, das ist immer so zwischen 100 und 150. Euro? Damals war D-Mark und heute, sagen wir mal so, 100 Euro. Woher kommt denn so deine Affinität, dein Spaß an etwas älteren Frauen? Ja, ich denke mal, dass man mit diesen Frauen noch ganz andere Gespräche führen kann, sprich geistreichere Gespräche. Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, ohne dass ich es weiß, dass deine Ehefrau nicht viel älter ist als du. Stimmt das? Die ist 4 Jahre jünger. Sogar jünger. Ne? Also du kannst geistreiche Gespräche mit älteren Frauen führen. Ja, ist ein ganz anderes Level. Und dann denke ich mir mal, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich mit 13 Jahren von meiner Tante verführt worden bin und seitdem so immer so einen Hang hatte zu älteren Damen. Sprich, ob das in meiner Teenagerzeit war, was soll ich
irgendwelche Pornolektüren waren oder sowas, hat immer reifere Damen. Ja, also mit 13 Jahren von der Tante verführt, heißt, das war für dich jetzt nicht so die Kategorie sexueller Missbrauch, sondern das hat dir Spaß gemacht damals. Ja, ich war irgendwie schon ein frühreifes Dürrchen. Ja, wie alt war denn die Tante damals? 44. 44 schon? Ja. Und die hat sich an den 13-jährigen Bengel angemacht? Mann! Naja, ich habe mich auch krampfhaft gewehrt. Ist das wahr? Ach, warte, das war jetzt irgendwo, nee, nie. Nee, natürlich nicht. Aber ist ja schon... Kein Missbrauch in dem Sinne. Wobei es schon krass ist, ne? Wenn sich eine 44-jährige Frau an 13-jährigen Jungen ranmacht, ist nicht die richtige Art. Das ist auch unter juristischen Gesichtspunkten ist es ja alles schon höchst heikel, ne? Aber nun gut, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das ist schon ewig her. Ne? So, jetzt sagst du, du kannst mit den alten Damen, mit den älteren Damen, kann man geistreiche Gespräche führen. Ich vermute aber nun, dass die älteren Damen auch nicht nur geistreiche Gespräche mit dir führen wollen, sondern die wollen doch auch ein bisschen, dann, dass es zur Sache geht. Sex. Ja, ja, klar, logisch, ja. Knallharten Sex? Bei manchen schon. Denke ich mal, das ist auch eine reine Sympathie-Sache, wenn man sich halt nicht so sympathisch ist. Ja. Oder wenn so ein erstes Treffen ist, ja. Dann ist es mehr so, ja, mehr noch so die romantische Art, man tastet dran. Man kommt auf den Typ Frauen an, ja. Dann naja, so beim zweiten oder dritten Mal. Da geht's dann zur Sache. Dann geht's halt richtig zur Sache. Ja. Und sie schätzen dann halt auch mehr die Ausdauer und Zärtlichkeiten und so. Ja. Ne? Was haben denn ältere Frauen, wenn du sagst, auch im sexuellen Bereich, was haben die dir zu bieten, was du bei gleichaltrigen oder jüngeren Frauen eigentlich nicht so findest? Den Unterschied, den ich in all den Jahren festgestellt habe, ist ganz einfach, sie fordern mehr, sprich sie reden offen darüber. Ah, sie reden offener, sie fordern mehr und ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach auch mehr Erfahrung haben, ne? Das kommt dazu, aber jetzt mit meinen 39 Jahren, glaube ich, schon mehr Erfahrung an. Aber teilweise ist es ja auch Langeweile, so wie sie erzählt haben, weil sie halt von ihren eigenen Ehemännern halt nichts mehr bekommen. Oder. Das sind also auch Frauen, die durchaus in einer Ehe sind, sich befinden? Zum größten Teil. Zum größten Teil. 80% würde ich sagen. Ja. Die älteste war, sagst du, 67 bisher? Ja. Wie weit hoch würdest du gehen? Gäbe es für dich eine Schallgrenze oder würdest du sagen, egal? Nee, egal auf keinen Fall. Das ist erstens eine Sympathiesache und dann, wie soll ich sagen, eine Ästhetikfrage. Ja, also es gibt ja nun auch wirklich sehr attraktive, sagen wir mal, 75-jährige Damen. Wäre das okay noch? Ja, wenn sie absolut ästhetisch aussieht, ist das kein Problem. Ne? Aber so. Wie gesagt, aber mittlerweile so habe ich die Erfahrung gemacht, so ab 50 aufwärts bis maximal 65. Also da würden sich manche Jungen dann noch durch seine Scheibe abschneiden, wie die Frauen teilweise geboren sind, sprich wie gut sie hat. Ja. So, Ronald, mir macht das sehr viel Spaß, mit dir darüber zu reden, weil ich das schon sehr ungewöhnlich finde, dass jemand in deinem Alter sich quasi dann Callboy-mäßig in dem Rahmen, so wie du es gerade beschrieben hast, mit älteren Damen beschäftigt. Aber das Ganze hat ja nun auch eine sehr ernste Komponente, Seite, nämlich, dass du verheiratet bist. Richtig, dass ich da diesbezüglich halt meine Ehe gefährde, ja. Aber hallo, und du machst das, hast du gerade gesagt, seit 5 Jahren. Ja, richtig. Ich will gar nicht jetzt zusammenzählen, über wie viel Betten du schon, was da alles schon passiert. Wie viel, die Anzahl meine ich, wie viele Frauen du da schon bedient hast in all den Jahren. Ja, das ist natürlich das schlechte Gewissen. Ne? Da würde deine Frau würde wahrscheinlich in tiefste Ohnmacht fallen, wenn die jetzt diese Zahl sich vor Augen halten würde. Ja, die würde die Kinder mitnehmen und tschüss. Ne? Wie kannst du das denn mit deinem Gewissen vereinbaren, Mensch? Frag mich was Besseres. Nee, das ist genau die richtige Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe ein sau schlechtes Gewissen. Manchmal hätte ich so zwei Gesichter, als wenn ich von diesen Frauen weggehe, so eine Art Schalter umlege. Mhm. Schläfst du denn mit deiner Frau auch noch? Ja, selbstverständlich. Denkst du dann an die älteren Frauen? Nee, gar nicht. Nee, das sind zwei verschiedene Welten für dich. Ja. Mhm. Die Leitung ist sehr schlecht übrigens. Bist du unterwegs gerade, oder? Ja, ja. Ja. Mhm. Hast du nicht Angst, dass das irgendwie doch mal durchsickern könnte zu deiner Frau, wenn so viele Frauen da beteiligt dran sind, dass es irgendwann mal doch dahin gelangt zu ihr? Nee, eigentlich habe ich da ja Angst natürlich schon, aber ich habe mir das immer so ausgesucht oder glücklicherweise war das halt so, dass die ganze Geschichte in einer anderen Stadt anfing.
Gut, aber und, es gibt die verrücktesten Zufälle und es kann halt passieren. Wie soll es jetzt weitergehen? Du bist 18 Jahre verheiratet, seit 5 Jahren gehst du auf diese Art und Weise deine Frau fremd. Wie soll das weiterlaufen? Ja, ich habe mir das schon überlegt, dass das jetzt doch langsam Zeit wird, das ausklingen zu lassen. Ich würde auch sagen, dass es heftige Zeit ist, es nicht langsam ausklingen zu lassen, sondern sehr krass und schnell und klar ausklingen zu lassen. Ja, das ist richtig, aber es kommt immer wieder auf diesen Frauentyp an, weil andere gibt Frauen, die verständnisvoll darauf reagieren, die sagen, ja, ist in Ordnung, wo du recht hast, hast du recht, und andere sind dann halt doch eher fordernd. Achso, du fühlst dich den älteren Damen verpflichtet und du hast Angst, dass die das gar nicht so mitmachen und sagen, hier... Genau, richtig, so sieht's aus. Ja. Hast du dich in was verwickelt? Also ich finde es, ich sage es nochmal, ich finde es katastrophal. So dieses Leben, was du da führst, dieses Parallelleben. Und wenn du sagst, du hast 2 Kinder, ne, sagst du? Ja, das ist ja mein sexuelles Geheimnis, ja. Das ist das Problem. Ja. Liebst du deine Frau denn noch? Ja. Mhm. Das hört sich vielleicht blöd an, Liebe und Sex zu unterscheiden, aber Liebe ist für mich halt eine Herzensangelegenheit, auch eine Du hast dich in all diesen Jahren nie in eine ältere Dame wirklich verliebt. Nein, das nicht. Bei mir persönlich ging das immer nur um Sex. Ja. So, jetzt kann ich eigentlich nur den Wunsch zum Ausdruck bringen, Ronald, dass du für deine Ehe, für deine Frau, die du liebst, für deine Familie, so schnell wie möglich da rauskommst. Mhm. Und es dann auch sein lässt. Und dann pack einen ganz großen, dicken Mantel des Schweigens darauf. Ja. Denn das wäre so verletzend für deine Frau, wenn die das rausbekäme. Ja, richtig. Da denke ich mal auch, dass das so sein muss. Alles Gute. Ja, Domian, ich wünsche dir noch was. Gute Fahrt. Tschüss, Ronald. Also, unser Thema heute Nacht heißt sexuelle Geheimnisse. Und ich möchte mich mit euch, so wie wir es gerade mit Ronald gemacht haben, über eure sexuellen Abgründe, sexuellen Sehnsüchte, über all das Sexuelle unterhalten, was geheim läuft bei euch, was ihr vielleicht ganz alleine macht oder vielleicht mit einem Partner macht oder nach dem, was ihr euch vielleicht auch ersehnt. Also Telefonnummer 0800 220 50 51, E-Mail-Adresse domian@wdr.de, sexuelle Geheimnisse. Morgen sind wir übrigens um 11:45 schon im Fernsehen zu sehen. Und ihr könnt eine Stunde vorher anrufen. Morgen haben wir eine freie Themennacht. Also ab 11:45 sind die Leitungen geschaltet und kurz vor Mitternacht sind wir dann bei euch hier im WDR-Fernsehen. Janina, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi, Domian. Ja, ich möchte heute mit dir über mein sexuelles Geheimnis sprechen. Ja, das finde ich sehr schön. Und zwar arbeite ich seit 2 Jahren als Hure. Und wie du ja schon gesehen hast, bin ich 20. Mhm. Ja. Außer mir weiß das eigentlich keiner. Mein Freund weiß eigentlich nur... du hast einen Freund? Ich habe einen Freund, ja. Wir sind seit 2,5 Jahren zusammen. Ja. Und er weiß im Prinzip eigentlich nur die Hälfte, sage ich mal. Er weiß, dass ich in einem Club arbeite. Ach, das weiß er schon? Das weiß er, ja. Das haben wir mittlerweile geklärt, sage ich mal. Aber er weiß nicht, dass ich mich prostituiere, sondern er denkt, dass ich als Tänzerin arbeite. Und, ach so, Table Dance oder sowas. Wie bitte? Table Dance oder irgend sowas. Ja, Stripperin. Stripperin. Genau. Er denkt, ich bin eine Stripperin. Mhm. Und, war er schon mal in diesem Lokal? Nein. Das war, also ich muss sagen, er ist ziemlich leichtgläubig, ne? Mhm. Oder was heißt leichtgläubig? Ich will mal vielmehr sagen, er vertraut mir sehr. Wollen wir so nennen, was ja positiver ist, ne? Genau. Ja. Also er schenkt mir sehr großes Vertrauen und also gibt sich auch damit zufrieden, was ich dann sage, ne? Ja. Und wird auch niemals denken, dass ich da irgendwas anderes mache. Ja. Ja, und das ist halt mittlerweile für mich ein großes Problem geworden. Glaube ich. Wahrscheinlich eine sehr schwere Gewissensbelastung. Richtig, genau. Das ist einfach das schlechte Gewissen, was mich plagt. Ja. Ne? Weil ich einfach mittlerweile gesehen habe, dass er ein super lieber Mensch ist. Mhm. Und ich denke, dass ich ihn damit sehr verletze. Ja, hinzu kommt natürlich noch, dass meine ganzen Freunde auch überhaupt nichts von der Sache wissen. Denken die denn, wenn ich unterbrechen darf, denken die, dass du was ganz anders machst oder wissen die auch, dass du in diesem Club einfach so als Tänzerin arbeitest? Nein, die denken, dass ich als Kellnerin arbeite. Achso, es gibt Abstufungen. Genau. Also bei deinem Freund bist du Tänzerin, Stripperin und bei den Freunden bist du Kellnerin. Richtig, genau. Also er hält das im Prinzip vor unseren Freunden auch noch geheim. Das ist dann für ihn auch noch eine Belastung in dem Sinne, ne? Und für deine Eltern bist du Buchhalterin in dem Club, oder was? Nee, mit meinen Eltern habe ich überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Da ist der Kontakt abgebrochen und die wissen überhaupt nicht. Das heißt, für ihn ist es auch noch kompliziert, weil er sogar für dich lügt? Ja, richtig.
Richtig, ne? Richtig, genau. Mhm. Richtig. Mhm. Und jetzt sag mir bitte, Janina, ihr seid 2,5 Jahre zusammen, sagst du, ne? Ja, genau. Und seit 2 Jahren arbeitest du als Hure. Ja, ja. Das heißt, du warst mit dem Freund schon zusammen, als das damals angefangen hat, mhm, mit der Hure. Wie hat denn das angefangen? Wieso bist du denn da reingeraten? Ja, das ist im Prinzip also echt aus Geldproblemen gekommen, ne? Wir sind dann damals zusammengezogen und echt von Höckchen auf Stöckchen, auf einmal musst du deine Miete bezahlen und bist total auf dich alleine gestellt. Ja, ne? Das machen doch 1000 andere Leute auch und die werden nicht holen. Ja, ich weiß. Ja, ja, natürlich. Da sagst du schon das Richtige. Da habe ich mir ja auch schon Gedanken gemacht. Nicht jede Frau wird sich dann also prostituieren. Aber ne? Du hattest keine großen Schulden vorher. Nee, überhaupt nicht. Ich hatte keine Schulden. Ich hatte einfach nur, ich stand eine Woche vor der Miete und wir wussten einfach überhaupt nicht, wie wir das bezahlen sollten. Es war wirklich so, ne? Und aber dein Freund verdient doch sicher auch Geld. Ja, der verdient schon Geld, aber es war halt zu der Zeit, hat er in einer Leihfirma gearbeitet. Jetzt mittlerweile hat er schon einen sicheren Arbeitsplatz, aber damals hat er in einer Leihfirma gearbeitet und da ist die Bezahlung natürlich auch nicht so. Nun gut, dann hast du gedacht, hier kann ich die schnelle Mark machen. Ja, richtig, genau, weil die Zeitungen sind ja voll mit diesen Anzeigen. Ja. Hattest du vorher eigentlich irgendwas gelernt? Nein, ich habe meinen Schulabschluss gemacht, meinen Realschulabschluss und habe dann keine Ausbildung gemacht. Ich wollte eigentlich meine Ausbildung zur Krankenschwester machen, aber das habe ich nicht getan. Ja. Ja. So, dann hast du, wie bist du denn aktiv geworden? Wie bist du an diesen Club geraten, in dem du arbeitest? Hast du einfach da angerufen oder wie? Ja, ich habe erstmal über eine Agentur gearbeitet. Das war wie so eine Begleitagentur. Mhm. Da hat man sich dann mit den Männern getroffen. Mhm. Und das ist dann halt bei denen zu Hause vonstatten gegangen. Mhm. Und das war aber nicht so das Wahre, weil ich auch nicht mobil gewesen bin. Und das dann natürlich immer sehr schwierig war, zu diesen Treffen zu kommen überhaupt. Ja. Ne? Ja. Und dann bin ich halt in so einem kleinen Apartment angefangen. Ja, und so ist das eigentlich alles ins Rollen gekommen. Und ne? Jetzt bist du in einem Club? Jetzt arbeite ich im Club, ja. Ja. Mhm. Du hältst das alles ziemlich so locker, als würde jemand wirklich aus irgendeinem, ich sag mal, normaleren Beruf reden. So ganz normal ist dieser Beruf ja nicht. Da muss man ja schon für gestrickt sein. Genau, das ist es, ja. Bist du dafür gestrickt? Macht dir das gar nichts aus? Nein, ich glaube mittlerweile nicht. Also am Anfang habe ich natürlich den totalen Höhenflug gehabt, ne? Mhm. Und habe auch irgendwie gedacht, dass ich da was ganz Besonderes mache. Ehrlich, hört sich vielleicht blöd an. Moment, ne? Du hattest am Anfang einen Höhenflug. Ja, tatsächlich. Ich höre es oft von Mädels, die in dem Bereich arbeiten, die haben am Anfang ganz große Schwierigkeiten gehabt. Bei dir ist es anders. Ja, bei mir ist es andersrum, ja. Also ich hatte am Anfang, wie gesagt, diesen Höhenflug, weil man sieht dann auch das Geld, ne, und man kommt sich dann irgendwie so ein bisschen wichtig vor, sag ich mal, ne? Weil man auf einmal das große Geld verdient. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so, dass ich mir echt manchmal schäbig vorkomme, ne? Das heißt, du hast dich am Anfang nicht geekelt? Nee, überhaupt nicht. Ekelst du dich heute? Ja, heute, ja. Das schon? Ja. Mhm. Wie viele Männer hast du so pro Nacht, kann man das sagen? Ja, so zwischen 10 und 12 Männer auf jeden Fall. Also, dass ich dann auch mein Geld zusammen habe. Moment. Zwischen 10 und 12 Männer am Abend? Ja, ist so, ja. Dann können wir ja kaum lange reden miteinander. Dann bist du ja ständig, ist ja Fließbandarbeit. Ja, im Prinzip schon. Wann ja. fängst du an? Von wann bis wann geht die Schicht? Ich fange um 11 Uhr an und arbeite bis 24 Uhr. Also 11 Uhr morgens? Genau. Das ist aber dann wirklich schon eine ja, das eine ist auch eine lange Zeit, um FT-Leiste. Mal aufzusehen. Ja. Mhm, mh. Mittlerweile kommst du dir schäbig vor. Ja, mittlerweile, ja. Mhm. Mittlerweile ist es also für mich echt ein Problem geworden. Ne? Wie sieht es denn jetzt aus? Das ist ja auch immer unter Umständen ein großes Problem, wenn ein Mädel als Hure arbeitet und in einer festen Beziehung ist. Wie sieht die Sexualität in eurer Beziehung aus? Gibt es die? Also ich muss sagen, das hat sich mit der Zeit auch verändert. Also am Anfang war es so, dass sich das bei mir gesteigert hat, ja. Mhm. Also, dass ich viel mehr Lust auf Sex hatte und mich das irgendwo auch jetzt nicht, also der Beruf angemacht hat, aber ich einfach so offener geworden bin, sage ich mal, zu der Zeit, ne. Ja. Aber jetzt, also ist der Sex bei uns viel weniger geworden als vorher. Heißt das, weil du im Prinzip gar keinen Bock mehr drauf hast? Nein, ich habe keinen Bock mehr, genau. Weil du das ist genau so ausgesagt, so ist es auch. Ich habe keine Lust mehr auf Sex. Also mich ödet das einfach an und irgendwie kann man sagen, dass ich auch vielleicht schon ein bisschen abgestumpft bin. Hört sich jetzt vielleicht blöd an. Manche Frauen arbeiten seit 10 Jahren in dem Beruf. Ja gut, aber ich kann es mir schon gut vorstellen, wenn man das den ganzen Tag macht. Glaube ich, hätte ich abends auch keinen Bock, dann zu Hause wieder die Hose runter und die gleiche Nummer. Ja, man hat dann vielleicht irgendwie so andere Vorstellungen. Ne? Also man steckt die Beziehung dann an anderen Seiten irgendwie ab. Wird denn dein Freund da nicht irgendwie ein bisschen misstrauisch und der merkt das doch, dass du keine Lust auf Sexualität mehr hast? Ja, doch, er spricht mich schon drauf an, dass unser Sex weniger geworden ist, ne? Nur,
Also Freundinnen von mir, die jetzt auch in dem Job arbeiten, die sagen zu mir, Mensch, das kann doch gar nicht sein, dass der das also jahrelang also glaubt, dass du als Tripperin arbeitest, mhm. ne? Mhm. Und da überhaupt nicht misstrauisch. Aber er hat halt großes Vertrauen in dich, so wie du es gerade am Anfang gesagt hast. Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen. Deine Arbeit, läuft die immer vollkommen geschützt ab? Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das heißt, ja, da müssen wir. Also großen Wert. Nee, ja. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. So, ja, Nina, das jetzt hast du gerade. Ja, das ist schon mal sehr gut. Jetzt hast du gerade am Anfang sehr positiv über deinen Freund gesprochen. Ja. Also, das ist ein toller Mann und der glaubt mir und ich liebe den. Das ist für mich mein Ein und Alles, meine große Liebe. Also ist mein Traummann, muss ich schon sagen. So, lohnt es sich denn jetzt für diesen Mann nicht zu sagen, ich gehe da raus? Ja, doch. Doch, ich denke schon, aber es ist so schwierig, Domian. Also die Kohle, ne? Wahrscheinlich. Ja, vielleicht bin ich in der Hinsicht auch doch ein bisschen egoistisch. Ne? Jetzt sag mir doch mal, Stefan Kohl, das ist sehr wichtig. Du musst doch eigentlich gut, sehr gut verdienen. Ja, sehr gut. Sag mir ungefähr im Monat, wie viel hast du? Also ich kann dir sagen, es ist ungefähr am Abend zwischen am guten Abend 300 Euro. An einem Abend 300 Euro? Ja, also da kommt dann schon eine ganze Menge zusammen. Normal 200 Euro. So, wird er denn da auch nicht misstrauisch, dass du so viel Kohle da nach Hause bringst? Nein, also er denkt, das kommt dadurch, ne? Er denkt, also er weil du eine gute Stripperin bist, denkt er das. Ja, richtig. Mhm. Genau. So. Genau, ja. So. Was ist jetzt so schwierig daran zu sagen, für die Liebe, für meinen tollen großen Freund, gehe ich da raus? Ich weiß es nicht, Domian, ehrlich. Also ich meine, wenn ich jetzt mir einen Job suchen würde, dann wäre das ja jetzt auch nicht irgendwie was super Berauschendes, weil ich ja keine Ausbildung habe. Nee, aber du bist ja erst 20 Jahre alt, Mensch. Ja. Du hast ja die Chance zu sagen, okay, das ist jetzt eine sehr einschneidende Erfahrung in meinem Leben gewesen. Da mache ich jetzt einen Strich drunter und fange jetzt ein völlig anderes Leben an. Ich mache eine Ausbildung. Ich mache mir eine Ausbildung als Krankenschwester. Ja, das ist richtig. Ja, das habe ich mir ja jetzt auch vorgenommen. Also das ist eigentlich auch mein Ziel, auch schon im letzten Jahr gewesen. Ja. Das habe ich aber leider nicht geschafft. Und hast du denn dieses Geld, habt ihr dieses Geld alles verballert oder ist das ein bisschen das auch noch? Das auch noch. Das kommt ja auch noch dazu. Und im Prinzip fängt man ja dann immer wieder von Null an. Gut, ne? Aber das Geld, ich will jetzt keine Argumente hören in Sachen Geld. Mhm. Das Geld darf nicht das Argument sein. Ja. Das Argument ist jetzt im Moment, dass du gar nicht mehr glücklich bist in diesem Beruf. Mhm. Ne, das ist das ganz große Argument, dass du dir letztendlich Schaden zuführst. Es ist immer okay, als Hure zu arbeiten, wenn die Mädels sagen, ich fühle mich da wohl bei. Aber du fühlst dich nicht mehr wohl bei. So. Und das andere ist, dass du deinen großen, tollen Freund und deine große Liebe belügst und betrügst, nach Strich und Faden, übelst betrügst und belügst, muss man so sagen. Mhm. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei dem Fernando, der vorhin als erster Anrufer da war. Ja, da habe ich auch ein paar Parallelen entdeckt. Also da wo du redest. Du musst da raus, du musst da raus, Janina. Das musst du opfern. Das musst du für deine Freunde und für die Liebe machen. Ja, und auch für dein eigenes Selbstverständnis, dass du dir wieder, du kannst dir ja gar nicht richtig in die Augen gucken, Mensch. Nee, ja, wie ich schon gesagt habe, ich fühle mich irgendwie auf eine Art schäbig und das sagt ja schon viel aus, wenn man so denkt. Ja. Ich glaube, dass du verdammt stolz sein wirst auf dich, wenn du diesen Einschnitt schaffst und dann vielleicht sogar schaffst, in einen anderen Beruf zu gehen, der dir sehr viel Spaß macht und was dein Ding ist. Ja, das ist ja auch mein Ziel. Also das möchte ich auf jeden Fall machen. Mhm. Ne? Und also ich denke, dass ich das auch schaffen werde, weil so möchte ich auf keinen Fall weitermachen. Du hast es dir schon mal vorgenommen, ne? Habe ich gerade so rausgehört. Ich habe es mir schon mal vorgenommen, ja. Mhm. Aber ich habe es dann halt, weil ich, wie ich schon gesagt habe, auch nicht so der Sparer bin. Ne? Ja. Und, aber ich hoffe, dass jetzt dieses Gespräch, dieses sehr nette Gespräch mit dir, dazu beiträgt, dass du dich jetzt wirklich in den Hintern trittst und dass du das durchziehst. Und ich in einem Jahr oder so ungefähr nochmal mit dir reden kann oder vielleicht am Ende dieses Jahres und du mir erzählst, pass mal auf, Domian, ich bin die von damals so und so und so und so. Ich habe das geschafft und ich mache jetzt meine Ausbildung. Ja, das wäre natürlich das Optimalste, ne? Also das wäre natürlich super. Also ich meine, das Gespräch, das hat jetzt schon, das war auf jeden Fall super nett mit dir. Ich hoffe auch, dass es ein bisschen was bewirkt, dass es eine gewisse Nachwirkung gibt. Wie gesagt, ich wollte es ja sowieso, also ich habe mir ja sowieso ganz fest vorgenommen, dass ich das dieses Jahr ändern werde. Und wenn ich es geschafft habe, rufe ich dich auf jeden Fall nochmal an. Ich bitte sehr darum und wünsche alles Gute dafür. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und deine Sendung ist super. Danke, Janina. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Morgen sind wir um 11:45 schon im Fernsehen und ihr könnt eine Stunde vorher anrufen. Morgen zu einer freien Themensendung. Zu jedem Thema können wir uns unterhalten. Heute heißt unser Thema sexuelle Geheimnisse und hier ist Hans, 22. Hallo, Jürgen. Hallo, Hans. Heißt du wirklich Hans? Hä? Heißt du wirklich Hans?
Auch. Ja, das ist ein schöner alter Name. Ich wundere mich, in dem Alter ist das eher ungewöhnlich. Also Hans, 22 Jahre. Richtig. Und Hans hat angerufen zu sexuellen Geheimnissen. Richtig, genau. Jetzt bin ich gespannt für den Flitzebogen. Mein sexuelles Geheimnis ist, ich habe ein Porno gedreht damals, vor 2 Jahren. Du hast ein Porno gedreht? Ja, mit 20 Jahren, ja. Manch ein Mann würde sagen, wow, super, ja, würde ich auch gerne machen. War es so gut? So super war es gar nicht, also wenn ich so wirklich frei reden kann, ja, also. Bitte, ganz frei, ganz ja, offen. Ja, natürlich, ja, also ich würde es nicht nochmal machen, ja. Was war das Unangenehme oder Schlechte daran? Es war ein SM-Porno, also Spank-Porno, ja. Also es war schon eine krasse Sache, sage ich mal. Stopp, wie heißt das? Spank-Porno? Spank. Kenne ich gar nicht. Ja, Spank ist eigentlich, sage ich mal, das englische Wort für extrem, also sagen wir mal Peitsche oder Rohrstock, sage ich mal. Ah ja. So richtig Schläge einstecken, ja. Und welche Rolle hattest du? Ja, ich war halt der Untergebene, sage ich mal. Der Rekrut, ja, der verhört wurde. Das heißt, du musstest die Schläge einstecken? Richtig. Von einer Domina? Ja, genau, richtig. Mhm. Und das war auch nicht irgendwie gefaked, sondern das war echt, die hat wirklich dir... Der Film ist auf dem Markt, ja. Nee, das meine ich jetzt nicht. Diese Schläge und so, das war wirklich auch echt dann. Die hat dich wirklich in dem bei den Aufnahmen wirklich geschlagen. Ja, richtig. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was... Also genau den Aspekt hatte ich mir auch anders vorgestellt. Mhm. Erzähl mal noch ein bisschen, was da gemacht wurde in diesem Film. Was du da alles, was du machen musstest. Ja, also ich war jetzt, sage ich mal... Ich war auf dem Hochsitz gesessen, sage ich mal, mit Zahnmontur und so weiter und hab dann die Domina mit ihrem Sklaven habe ich dann beobachtet, ja. Und dann verlief die Szenerie so, sie hat mich dann gesehen und so weiter, wo ich herkomme und so weiter, übliches Szenario. Und dann wurde ich halt verhört und dann ging das Spielchen los, ja. Also erst im öffentlichen Gelände und dann halt im Keller und dann wurde es halt es wurde schon hart, ja. Und ich dachte mir auch, das ist alles gefaked und das sieht nur so aus und es ist gar nicht so hart, aber das ist absolut real. Gibt es denn da auch so wie bei normalen Filmproduktionen so ein richtiges Drehbuch? Ja, das war ungefähr eine DIN A4-Seite. Ja, verstehe. Ich habe durchgelesen und dachte, ja, das hört sich eigentlich ganz spannend an. Ja. War auch eine erzählfreudige Geschichte, aber was daraus wurde, das wurde dann auch ganz anders. Also wir sind mittlerweile schon mit dir im Keller, du wirst verhört im Keller und man setzt dir heftig zu mit allen möglichen Sachen. Außer Peitsche, was hat sie noch mit dir gemacht? Rohrstöcke, was noch? Kerzenwachs, auf das beste Stück auch? Nee, aufs beste Stück nicht. Aber so auf den Körper, Brustwarzen, Bauch und sowas. Mhm. Das volle Programm. Was noch? Ja, also das hat eigentlich schon, mir hat's gelangt, muss ich wirklich sagen. Was war das Ende der Produktion des Films? Das Ende des Films war, dass ich dann halt irgendwann auspacken musste und dass ich eigentlich gar nicht der war, für den sie mich gehalten haben. Ach so. Und dass ich pfiffig. Richtig, genau. Und das war's dann. Und richtig, dann und das war, konntest also, das du war wieder alles einpacken bei dir und konntest gehen. Richtig, genau. Ja. Wie lange dauert der Film? Wie viele Minuten? 45 Minuten. 45 Minuten. Wie lange dreht man an einem 45-minütigen Porno? Einen Tag. Einen Tag? Ja. Nur einen Tag? Nur einen Tag, richtig. Gab es auch eine sexuelle Handlung? Das heißt, bist du zum Orgasmus gekommen? Nee, oder Verkehr gab es auch nicht, nein. Gar nichts? Nee. Aber du musstest dein bestes Stück schon zeigen? Natürlich. Das hat sie auch bearbeitet irgendwie? Ja, genau. Warst du erregt? War im irrigierten Zustand? Auch, ja. Ist dir das denn dann leicht gefallen in der Situation? Nee, das wurde ja alles geschnitten, das ist ganz klar. Also in den Situationen, das waren schon heftigste Schmerzen, teilweise. Mhm. Und da fiel mir das einfach schwer, es ging einfach nicht. Und dann musste dann Cut gemacht werden und eine entsprechende Zeit gewartet werden. Ach so, aber dann konntest du es schon, obwohl da viele Leute um dich herum standen, Fremde und so weiter? Ja, das ging schon, ja. Das ging schon. Hast du dich nicht geschämt? Nee. Das nicht? Eigentlich recht wenig. Also die waren mir auch ziemlich vertraut, die Leute. Ja. Ich hatte auch vorher so Partys geschmissen, die Domina und so weiter. Ach so. Die Barkeeper gemacht und so weiter. Ich habe mir das halt so ein bisschen angeguckt und dann war halt akuter Geldmangel und hat sie mich nicht gefragt, ob ich sowas machen möchte. Genau, das war jetzt nämlich auch die nächste Frage von mir. Wie bist du daran gekommen? Man kriegt ja nicht einfach mal irgendwie ein Angebot hier, hast du Lust beim Porno mitzumachen? Nee, das war übers Internet, habe ich das erfahren, ja. Ach so, und dann fing es aber erstmal harmlos an, dass du da Barkeeper warst bei denen oder wie? Ja, genau, der hat ihre Partys geschmissen, hat da Leute eingeladen für richtig viel Geld. Mhm. Die mussten ja auch richtig abdrücken. Ja, und dann war ich hinter der Bar gestanden und habe das Ganze geschmissen. Ja, aber ich verstehe es doch nicht so ganz. Du, im Internet annonciert man, hier wird ein Porno gedreht und dann bist du erstmal Barkeeper? Ja.
Ich habe mit der Frau erstmal telefoniert und hat mich eingeladen auf die Party. Ja. Ja, und dann ging, hat das so ihren Lauf genommen. Und das kam mir auch immer sehr vertraut vor, bis es dann zum Porno kam. Und dann kam alles anders, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ja. Nun denken ja auch die meisten Leute, wow, Pornoproduktion, da kann man so richtig Kohle machen. Was hast du verdient für diesen einen Film? 500 Mark. 500 Mark nur? Ja. 500 Mark. Für einen Tag, ja. Mhm. Und danach warst du bedient, hast du gesagt, nie wieder, mache ich nie mehr. Porno ja, aber ich muss eigentlich sagen, das hat irgendwie irgendwas in mir ausgelöst. Also ich habe mich ja dann auch dann noch mehr mit der Szene befasst. Weil ich teilweise konnte ich nicht verstehen, wie er auf solche extreme Schmerzen stehen kann, das konnte ich nicht verstehen. Aber ich habe mich einfach damit befasst. Und dann hat es bei mir etwas ausgelöst, wo ich dann sage, irgendwann habe ich auch Gefallen wieder dran gefunden. Ach so. Das fand ich ja das Kontroverse da dran. Ach so, du hattest vorher keinerlei Erfahrungen im SM-Bereich. Richtig. Bei der Filmproduktion fandest du es ja unangenehm. Richtig. Und jetzt so privat hast du dich da doch wieder oder hast du dich da etwas reingefunden in diese Welt? Richtig, genau. Ja, aber das Thema Porno, du hast gerade gesagt Porno schon, würdest du das Porno machen? Nicht mehr. Nein, das würdest du nicht mehr machen. Das Thema ist abgehakt. Auf keinen Fall. Definitiv. Mhm. Nee, also mir sind auch dann Leute über den Weg gelaufen auf den Partys, mit denen ich auch geschäftlich zu tun hatte. Ja. Und dann dachte ich mir, oh Gottes Willen, ja. Also Vorgesetzte und Kollegen und so weiter. Da habe ich gedacht, nein. Verstehe. Kann nicht sein. Ist dir das peinlich, dass vielleicht irgendjemand mal diesen Porno sehen könnte, der dich kennt? Ja, also den hat auch schon jemand gesehen, der mich kennt. Ehrlich? Das ist auch das Problem, ja. Und wie hat derjenige darauf reagiert? Sehr böse. Sehr böse? Ja, das war meine Ex-Freundin. Ach so. Hat die das durch Zufall gesehen oder hat man ihr das zugespielt? Nee, es war also eine SMS auf dem Handy und die hat halt gelesen von einem gewissen Paar, von der Domina. Die hat mir eine SMS geschrieben, die hat gelesen, wer ist das und so weiter. Und dann irgendwann hat sie mich halt zur Rede gestellt und ich habe dann auch gesprochen. Mhm. Und deshalb ist es kaputt gegangen, ne? Ja. Deshalb? Ja, also wir waren vorher auseinander, dann sind wir wieder zusammengekommen und dann hat sie das mitbekommen. Das ist vor 2 Jahren gelaufen, ne? Diese ganze Sache. Ist das jetzt so eine Sache, dass du sagst, ich bereue das eigentlich oder buchst du das so ab unter... Möchte ich nicht sagen, weil ich sag mal, das hat eine ganz neue Phase in meinem Leben irgendwie gestartet, sag ich mal. Da habe ich mich jetzt ganz anders mit Sex beschäftigt. Also man kann sagen, dass diese doch extreme Erfahrung der Pornoproduktion... etwas in deiner eigenen Sexualität ausgelöst hat. Das finde ich auch, ja. Hat auch was Gutes. Mhm. Wer weiß das so aus deinem Umfeld, dass du das gemacht hast? Niemand. Außer die Person. Ja. Ja, also, wobei sie es verbreitet hat, weiß ich nicht. Das ist noch nie zurückgekommen, sage ich mal. Bist du im Moment in einer Beziehung? Nee. Wenn du aber jetzt irgendwann wieder eine Beziehung haben wirst, was ich dir wünsche, wirst du es erzählen? Weiß ich nicht. Also ich glaube, manche Sachen verschweigt man besser. Ja, finde ich auch einerseits. Andererseits ist die Gefahr immer groß, dass es dann doch rauskommt und dann steht man ziemlich blöd da. Ja, aber ich glaube, die Person würde das verstehen und wenn, dann würde ich mir schon einen Partner suchen, der auch die sexuelle Neigung hat. Ja, ich meine, so schlimm finde ich es auch nicht. Ich meine, offene Leute, das ist überhaupt kein Thema, aber... Ja. Also, das sexuelle Geheimnis von Hans ist, dass er mal einen SM-Porno gedreht hat. Richtig, ja. Und mit guten und mit schlechten Seiten das Ganze behaftet. Ja, richtig. Ne? Also ich habe jetzt viele neue Perspektiven und Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Da bin ich auch dankbar. Aber da muss ich jetzt nochmal fragen. Du sagst, das hast du für dich jetzt entdeckt, diese SM-Leidenschaft. Auch in der Devoten-Rolle, so wie du das im Film gespielt hast? Nee. Also beides. Also ich bin dann eher der Switcher, wie man dann so gerne sagt. Also du bist mal in beiden Rollen. Du schlägst gerne mal zu und wirst auch gerne mal geschlagen. Also so die richtig... eher dominant, aber so richtig brutales Schlagen ist nicht meine Sache. Mhm. Es ist einfach mehr das Spiel mit der Macht, sage ich mal. Ja. Mit der Überlegenheit. Was ist für dich im Moment so das Schönste bei diesen SM-Sexspielen? Das Schönste? Mhm. Es ist so facettenreich. Gibt es eine Praktik, die dich besonders anmacht, wo du sagst, das ist schon sehr geil? Also vor allem die Kleidung, die Aufmachung, das ist schon mal Nummer eins, das ist schon ganz klar. Da ist auch ein gewisser Fetisch dabei, muss ich sagen. Ja. Ja, und dann einfach... die Macht und die Waffen einer Frau, einfach, das ist Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Hans schwärmt. Ja, so ist es. Ich danke für deinen Anruf. Ah ja, gerne. Alles Gute, Hans. Mach's gut, Jürgen. Jo, tschüss. Unser Thema, sexuelle Geheimnisse, darüber möchte ich gerne mit euch reden und habe ja nur auch schon mit einigen darüber gesprochen. Wenn ihr ein bisschen erzählen wollt von euch, aus eurem Leben, aus euren Erfahrungen, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder... meldet mir unter 1live.domian@wdr.de oder unter domian@wdr.de. Weiter geht's mit Vanessa und Vanessa ist 19 Jahre alt. Hallo Vanessa.
guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Ja. Ja, mein Thema. Es geht darum, dass ich bin mit 12 von zu Hause ausgerissen. Mhm. Und wenn man halt, ich habe so rumgelummert und stand auf einmal am Bahnhof, habe ein paar Leute kennengelernt, wusste nicht wohin, die haben mich dann erstmal mitgenommen, aufgenommen, haben mir dann erklärt, dass man halt nicht so auf der Straße bleiben kann ohne Geld, ohne nix. Mhm. Ja, und dann haben sie mir halt die Strichseite gezeigt, sage ich mal. Da warst du 12 Jahre alt. Da war ich 12 Jahre alt. Mhm. Mhm. Und dann? Dann ging es wirklich los? Dann bist du auf den Strich gegangen als Kind? Ja. Hm. Wie lange? Einen Monat. Also über einen Monat. Hm. Und dann hat mich damals hat ein Junge dort gearbeitet. Also auch ein guter Freund, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Also für mich ist es halt noch ein Freund, weil er halt mich da rausgeholt hat. Also er hat mich da rausgeholt. Ich habe das akustisch gar nicht verstanden. Der hat dich da entdeckt oder wie? Ja, wir haben uns da kennengelernt und der hat mich halt mitgenommen sofort. Wie alt war der damals, als du mal gerade 12? 16. Mhm. 16, Und hat mich halt da rausgeholt, hat mich zum Jugendamt gebracht und die haben mich dann auch in eine andere Stadt gebracht. Aber was ich sehr gut von ihm fand, er hat nichts erzählt, wie er mich kennengelernt hat und diese Sachen halt, ne? Mit 12 Jahren, das ist ja dann schon eine sehr schlimme Sache. Mit 12 Jahren einen Monat auf den Kinderstrich geschickt zu werden. Da waren dann auch mehrere Erwachsene, die dich da hingeführt haben und die dir das Geld hinterher abgenommen haben. Wie lief das? Nee, es war nur einer. Einer. Mhm. Und du hast dann die Männer im Bahnhofsmilieu auch kennengelernt? Nee, es gab eine bestimmte Straße. Ach so. Das war der Babystrich. Ja, wenn du an diese Zeit, da ist man ja wirklich eigentlich noch eher Kind als Jugendlicher mit 12. Wenn du daran zurückdenkst, an diesen Monat, was kommt da so in den Kopf? Ja, man fühlt sich schrecklich, dreckig, schlimm. Hast du nicht auch große Angst ausgestanden in jeweils, wenn du dann mit so einem Kerl zusammen warst? Nee, das war ja das Komische. Ich hatte überhaupt keine Angst. Im Nachhinein, so was ich alles gehört und gelesen habe und mitbekommen habe, das war ja so schlimm. Aber du denkst ja gar nicht darüber nach, wenn du so jung bist. Ja, ja, ja. Wie war es körperlich? Hast du nicht körperlich auch regelrechte Schmerzen gehabt? Der ganze Körper ist doch noch gar nicht so entwickelt für richtigen Sex. Eigentlich weniger. Eigentlich ist das später alles so hochgekommen. So, jetzt hat dieser Freund, der damals 16 war, dich da rausgeholt. Mhm. Die Eltern haben sich gar nicht mehr weiter um dich gekümmert? Nein. Nein. Du bist abgehauen von zu Hause. Weswegen? Gab es da große Streitereien? Da gab es sehr viele Probleme, ja. Ja. Mhm. Nachdem der 16-jährige Freund dich da rausgeholt hatte, bist du dann in ein Heim gekommen oder wie ging es dann weiter? Ja, eine WG bin ich gekommen, ja. Ja. Und bist dann, du bist ja heute erst 19, auch noch ganz jung. Wie lange hast du dann in dieser WG, in der betreuten WG gewohnt? Bis ich 17 wurde und dann habe ich meine Wohnung bekommen. Und lebst jetzt alleine? Ja, ich wohne jetzt alleine. Ja. Also es gibt auch niemanden, der darüber Bescheid weiß. Also du bist jetzt der Erste, dem ich das erzähle. Ja. Und es gab in dieser Zeit danach auch nicht nochmal welche Erlebnisse dieser Art? Nein, gar nichts. Es waren diese vier Wochen. Also, es war aber immer das Komische, dass ich mich nach der Zeit immer nur zu älteren Männern hingezogen fühlte. Mhm. Also ich hatte immer einen älteren Freund. Mhm. Hast du im Moment auch einen Freund? Ja. Ja. Wie alt ist der? 22. 22. Der weiß auch nichts davon. Nein, um Gottes Willen. Warum sagst du um Gottes Willen? Weiß ich nicht, weil ich mich so schäme und mich immer noch so dreckig fühle. Mhm. Wobei ja völlig klar ist, wenn man jetzt ganz sachlich drüber spricht, dass du da überhaupt keine Schuld trägst, dass du von üblen Menschen in diese Sache hineingezogen worden bist. Und dich ja gar nichts an Schuld wirklich, überhaupt gar nichts trifft. Dass du bist das Opfer und nicht Täterin an dir selbst. Ja, aber trotzdem, man fühlt sich trotzdem
widerwärtig. Mhm. Man fühlt sich trotzdem so schuldig. Mhm. Weil wenn ich gewusst hätte, dass es andere Wege gibt, dann hätte ich andere Wege gegangen. Ja, aber du musst doch immer sehen, dass du warst ja in einer Notsituation. Wenn man mit zwölf ist man so verdammt jung, von zu Hause abhauen muss. Und du hast schon sehr viele schlimme Dinge offensichtlich zu Hause erlebt, sonst haut man nicht ab. Das heißt, da warst du auch schon verletzt und völlig irritiert. Und wenn man dann abhaut, irgendwie raus in die fremde Welt, wie soll man denn da wissen, was richtig ist, was gut ist für einen, wo soll man denn da Leitlinien haben? Das hätte doch wahrscheinlich jedem von uns passiert, was dir passiert ist. Ja, aber... Ja, ich sage das so, wahrscheinlich wäre es jedem passiert, wenn er nicht Glück gehabt hätte und ein Engel hätte ihn da weggenommen. Dein Engel ist dann 4 Wochen später gekommen, Gott sei Dank. Ja. Mhm. Also selbst sich zu schämen dafür ist, ich kann das verstehen, dass man so empfindet. Aber wenn man so ganz sachlich darüber spricht, ist es völliger Blödsinn. Mhm. Du musst dich für überhaupt gar nichts schämen. Du hast einfach nur richtig scheiße Pech gehabt in deinem Leben. Damals. Danach ist es dann ja gut, hört es sich ja ganz gut an, dass es sich wieder aufgebaut hat. Auf jeden Fall. Sag mal, Vanessa, hast du überhaupt danach Lust gehabt, nach diesen Höllen 4 Wochen, so stelle ich mir das vor, wie Höllen 4 Wochen, mit einem Freund, mit einem älteren Freund, mit einem Freund zu schlafen, Sex zu leben? Das war ja das Komische. Eigentlich schon. Mhm. Es kam dann halt viel später, so mit 17 hat das dann angefangen, dass ich mich zurückgezogen habe, total zurückgezogen habe. Ja. Und wie ist das jetzt heute in deiner Beziehung? Schläfst du mit deinem Freund? Geht das? Hast du da schöne Empfindungen bei? Ja. Das ja. Es ist einfach, wenn ich schon alleine irgendwelche Berichte sehe oder sowas, mhm, oder halt diese Leute von früher sehe, dann kommt es mir einfach wieder hoch und dann, verstehst du, auf eine Weise versuche ich das einfach zu vergessen, mhm, zu verdrängen und einfach mein Leben weiterzuleben. Auf eine Weise, wenn ich dann jemanden sehe, dann kommt es wieder so stark hoch, ja, dass ich... Aber ja, es ist so, was ja schon mal sehr, sehr beruhigend ist und sehr schön, dass es deine Beziehung und die Erotik und die Körperlichkeit zu deinem Freund nicht stört. Zumindest nicht sehr merklich stört. Nein, das nicht. Wie viele Männer waren das, mit denen du damals was haben musstest, an die man dich verkauft hat? Weißt du das so ungefähr in diesem Monat? So ungefähr vielleicht 15? Mhm. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich kann es dir echt nicht sagen. Hast du so Erinnerungen an die Männer? Kommen da so Bilder hoch, wenn du an die Zeit denkst? Also ich kenne mich nur noch an jemanden ganz Nettes erinnern, mit dem ich, er war wohl ein ganz reicher Mensch, noch immer. Er hat mich dort kennengelernt, wir haben uns unterhalten und wir haben uns wirklich die ganze Nacht unterhalten, einfach nur unterhalten. Mhm. Also das war so etwas Schönes und dieser Mensch wollte einfach jemanden nur zum Unterhalten. Und er wollte auch keinen Sex von dir? Nein. Mhm. Gar nichts. Aber die anderen wollten Sex von dir. Waren das eher ältere Männer? Also wahrscheinlich, wenn man 12 ist, kommt einem ja alles sehr alt vor. Ja, doch, eigentlich schon. Aber ich würde nicht über 40 gehen. Also ich denke nicht, dass sie älter als 40 waren. Es waren auch mehr Familienväter. Ja. Was denkst du heute? Da ist ja nun doch eine ganze Menge Abstand an Jahren dazwischen. Du bist 19 heute, habe ich gesagt. Was denkst du heute über solche Männer, die das machen? Was ich heute darüber denke? Mhm. Ich finde es schlimm. Ich find's verdammt schlimm. Also ich finde es schrecklich. Weil, ich meine, wenn sie ihre Lust ausleben wollen oder was auch immer, dann sollen sie sich woanders befriedigen oder anders befriedigen, wie auch immer. Ja, oder sollen sich an die Zügel nehmen und ihre Lust, wenn sie Lust auf Jugendliche oder Kinder haben, diese Lust eben nicht ausleben, diese Lust unterdrücken, dagegen angehen. Weil so viel Schaden und so viel Unglück angerichtet wird. Mhm. Ne? Wahrscheinlich waren das durchaus nach außen hin sehr ordentliche Menschen, die in tollen Berufen stehen, vielleicht Familie haben, vielleicht Kinder hatten, die genauso alt waren wie du so damals. Sahen die auch aus. Ja, ja. Mhm. Das ist dein großes Geheimnis, was kaum, also eigentlich keiner weiß. Mhm. Mhm. Weißt du, du hast gerade gesagt, wenn ich solche Bilder sehe im Fernsehen oder im Radio oder in der Zeitung, dann kommt das schon immer alles wieder hoch. Was ich sehr verstehe. Und du hast auch gesagt, ich habe so schon das Gefühl, als sei ich schuld daran und ich fühle mich dreckig und schäbig und schuldig. Ja. Weißt du, dass diese beiden Sachen, finde ich, sind Anlass,
Oder sind Grund genug eigentlich, dass du dich doch damit noch mehr beschäftigen solltest? Und ich meine das nämlich in dem Sinne, dass du hast ja immerhin jetzt hier bei mir angerufen, was ja auch nicht so ganz unöffentlich ist, um nicht zu sagen, wir haben ja jetzt hier in der Öffentlichkeit drüber gesprochen. Ja. Ich fände das schon sehr gut, wenn Aber da sieht mich ja keiner. Nee, ist klar. Das sieht mich ja auch keiner, das ist ja was ganz anderes. Ich verstehe. Aber ich fände es trotzdem gut, wenn du mit einem Psychologen in Kontakt kommen würdest. Einem Fachmann, dass jemand dir so etwas hilft, dieses dir zu verarbeiten, das in dir einzuordnen, damit du diese Schuldgefühle wegkriegst, weil die einfach schlecht sind für dein Leben und dass du nicht immer daran denken musst, wenn du solche Bilder siehst irgendwo. Mhm. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen redest. Mhm. Ist das okay? Mhm. Der heißt Johannes, sehr, sehr, sehr netter Typ. Mhm. Und der Johannes kann dir auch noch ein paar Tipps geben, vielleicht was du jetzt über sein Gespräch hinaus dann noch tun kannst. Ja, gut. Ja? Ja. Vanessa, dann wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke. Und freue mich sehr, dass die Sache dann doch so gut ausgegangen ist und dein Engel zu dir gekommen ist und dich gerettet hat. Ja, das freut mich sehr. Dieser Enkel ist Gott sei Dank immer noch heute für mich da. Das freut mich auch Und sehr. Ist ein guter Freund von dir. Ja. Super. Heute, ja. Sehr schön. Domian, ich bedanke mich ganz herzlich und mach weiter so. Ich danke auch. Du legst auf und der Johannes ruft dich gleich an. Ja, okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war aber eine nette Vanessa. Mann, Mann. Thorsten, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Thorsten. Hallo. Auch noch zum Thema sexuelle Geheimnisse. Richtig. Und? Ich habe ein sexuelles Geheimnis. Ich stehe auf Luftballons. Du stehst auf Luftballons? Ja. Das hatte ich, glaube ich, auch einmal in all den vielen Jahren hier in der Sendung, dass mir jemand erzählt hat, er steht auf Luftballons. Das gab es schon mal. Ja, einmal. Ich erinnere mich gerade. Es ist schon einige Jahre her, dass mir das jemand mal erzählt hat. Und da habe ich gesagt, wie bitte auf Luftballons? Wie kann man auf Luftballons stehen? Aber du wirst es jetzt nochmal erklären. Ja, also es ist Aufladen, die Spannung, die tönt mich an. Ja, so, dann ist der Luftballon schön aufgeblasen. Und dann, was macht man mit dem Luftballon? Ja, entweder Luft wieder rauslassen oder halt drauf rumreiten. Ja, also du magst dann auch den direkten Kontakt von deinem Geschlechtsteil an dem Luftballon Richtig. Und umgekehrt, dieses Gefühl des Gummis und der Anspannung und, genau. und so. Du reibst dein Geschlechtsteil auch daran. Mhm. Ja. Und dann? So, und dann errege ich mich halt daran. Ja. Sodass es im Großen und Ganzen schon fast alles. Das Oder halt, wenn Frauen, hübsche Frauen, Luftballons aufblasen. Findest du geil? Mhm. Ja. Ist schon auch ein bisschen schräg, wenn man sich das so vorstellt, dass jemand auf Luftballons so steht. Wann und durch was hast du das entdeckt? Ich denke mal, das kommt so ein bisschen durch eine psychologische Seite. Angst, woher sie genau kommt vom Luftballon. Ich habe eine gewisse Angst auch vom Überblasen, Knallen und so. Mhm. Woher das jetzt aber genau kommt, weiß ich nicht. Aber interessant, dass das dann etwas Sexuelles auslöst, ne? Ist ja schon ungewöhnlich, aber das kannst du wahrscheinlich selbst gar nicht erklären. Wie lange hast du das schon? Auch schon mehrere Jahre. Schon sehr lange? Ich habe schon sehr lange, ja. Als Jugendlicher auch schon? Hast du das gemerkt, dass du da irgendwie dann... Das ging so als Jugendlicher los, so 16. Hat das auch was mit diesem Gummi zu tun, des Luftballons, mit diesem Material, dass du das gerne riechst? Weil das kann ich so nicht sagen, das weiß ich nicht. Und die Farbe des Luftballons ist auch egal? Das ist auch egal. Ja. Ich meine, wenn ich die kaufen würde, würde es natürlich ein teurer Spaß sein. Und aufgrund dessen habe ich natürlich herausgefunden, wo man günstig Werbeluftballons kriegen kann. Ach so. Das ist ja auch lustig. Das heißt, du weißt immer, wo man gut Luftballons irgendwie abstauben kann. Richtig. Ich habe mittlerweile so um die 3000 Stück gesammelt. Das heißt, in der Wohnung, also für jede gute Gelegenheit, wenn du denn mal Lust hast, dann hast du den passenden Luftballon im Schrank irgendwo. Ja, so zu sagen, ich habe immer welche im Zimmer. Mittlerweile habe ich sogar mal einen Wohnzimmerschrank mit Esprit-Luftballons sehr schön dekoriert. Aber wie erklärst du das deinen Freunden oder den Menschen, die nah an dir dran sind und in deiner Wohnung sind? Ja, ich meine, das mit der Dekoration... Einfach so als Tick. Einfach so. Deko-Tick. Deko-Tick. Genau, Deko-Tick. Das von der sexuellen Seite erzähle ich nicht. Hast du das auch noch nie einer Frau erzählt? Doch, meiner Verlobten. Ah ja. Als erstes Mal überhaupt. Ja, und wie hat die darauf reagiert? Nun, sie hat das hingenommen. Ja, und ist es so, dass ihr seid immer noch verlobt, hoffe ich?
Wir sind immer noch seit vier Jahren. Baut ihr das denn auch schon mal so in eure Sexualität ein? Wir haben es mal eingebaut mit unaufgeblasenen Luftballons im Bett streicheln und so Sachen. Das haben wir auch gemacht. Aber ist nicht so auch ihr... so ein bisschen mit aufgeblasen. Ja. Aber sie macht das dann nur dir zuliebe und ist nicht so ihr Ding. Richtig. Ja. Jetzt müssen wir Schluss machen, aber ich fand es trotzdem noch interessant. Jetzt haben wir ein paar Minuten geredet, aber ich fand es interessant, Thorsten. Mhm. Danke für deinen Anruf und viel Spaß mit den Ballons. Im Internet kann man auch sehr viel darüber lesen. Ja, das glaube ich. Richtig Seiten drüber schon. Ja, also es gibt viele Leute, die daran Spaß haben. Mhm. Danke für deinen Anruf, Thorsten. Okay. Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik war Gundel Blendin und morgen sind wir um 11:45 schon im WDR-Fernsehen und ab 10:45 am Abend könnt ihr uns anrufen. Wir haben morgen eine freie Themennacht. Zu jedem Thema könnt ihr euch bei mir melden und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss.